Hallo und herzlich willkommen in Russland. Es sind bereits 2 Konzerte in Russland und 1 in Weißrussland gespielt. Und wir hoffen, ihr habt schon unsere Liebe zu euch und unsere Freude über ihr Kommen nach Russland in vollem Maße gefühlt. Habt ihr es gefühlt? Natürlich, wir fühlen das immer, aber diesmal ganz besonders. Wieso? Wir haben das Gefühl, dass jedes Mal, wenn wir hierher kommen, die Liebe noch ein bisschen größer ist. Also deswegen haben wir das Gefühl, schon wenn wir am Flughafen ankommen, mit der Begrüßung am Flughafen, mit den Geschenken, mit den Autogrammen, die wir geben. Gestern haben wir eine große Torte bekommen, die wir noch gegessen haben. Dann auch mit der Reaktion vor der Bühne, dass das jedes Mal besser wird. Das gibt uns natürlich recht, oder beziehungsweise wir freuen uns, dass wir unsere jahrelange Arbeit hier, unser jahrelanges Touren, dass sich das hier auszahlt, dass die Menschen das honorieren und da sind wir ganz besonders froh drüber und stolz auch drauf. Ja, wir freuen uns jedes Mal wieder und hoffentlich wird es natürlich nicht die letzte Tour sein. Wir werden so hoffen. Und wir würden auch gerne wissen, was für euch alle das Kommen nach Russland und auch die Auftritte hier für eine Bedeutung haben und was fühlt ihr dabei? Es ist für uns natürlich fantastisch, in einem Land zu spielen, was sehr weit weg von uns zu Hause ist. Ja, in Deutschland sind wir ja seit 25 Jahren unterwegs, haben CDs veröffentlicht, haben getourt. Da wird das dann langsam zur Normalität, auch wenn es immer wieder toll ist, ein Konzert zu geben und von seinen Fans, wie du gesagt hast, die Liebe zu spüren, wenn wir auf der Bühne sind. Aber in Russland haben wir ja nie eine Plattenfirma gehabt, die für uns gearbeitet hat. Und wir haben einfach mal angefangen, ich glaube vor 5 oder 6 Jahren, mit einem Konzert in Moskau. Da waren noch nicht mal 800 Leute da. Und wir haben halt gemerkt, okay, die warten hier in Russland einfach auf uns. Natürlich. Und wir müssen wiederkommen. Haben dann Moskau und St. Petersburg gespielt und jetzt spielen wir schon das zweite Mal 5 Konzerte, wenn wir hier im Osten unterwegs sind. Und das ist für uns einfach fantastisch, dass man auch das Land und die Leute kennenlernt. Denn Russland ist ja schon eine andere Kultur auch als unsere deutsche Kultur. Anderes Essen, andere Häuser, dass man auch die Möglichkeit hat, sich die Städte anzuschauen, was wir auch immer versuchen zu schaffen, wenn wir irgendwie einen Tag Pause haben oder ein paar Stunden. Da sind wir schon sehr interessiert und sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Es ist toll und für euch, wie fühlt es? Es fühlt sich gut an. Also wir gehen, wie gesagt, gerne durch die Straßen, unterhalten uns mit den Leuten vor Ort und nehmen so auch die Emotionen, die Gefühle auf, die Leute auch vor dem Konzert schon verbreiten. Und wir haben, wie gesagt, das Gefühl, dass die russischen Menschen und vor allem auch das Publikum, das zu unseren Konzerten kommt, sehr aufgeschlossen ist, sehr warmherzig, sehr enthusiastisch, sehr energiegeladen. Also es passt perfekt zu unserer Band sozusagen. Wir geben von der Bühne unser Bestes und es kommt ganz viel zurück. Und dann schaukelt sich das gegenseitig hoch und es wird ein ganz außergewöhnlicher Abend. Also es ist schon so, dass die russischen Fans sind, dass die lauter sind als die deutschen und enthusiastischer. Ja, auf jeden Fall. Ja. Findest du es auch, dass die russischen Fans lauter sind? Ja, vor allen Dingen, die russischen Fans sind lauter und vor allen Dingen viel hübscher, zumindest was man von der Bühne aus sieht. Und auch beim Interview übrigens. Also. Danke. Very good. Okay, und dann eine ein bisschen provokative Frage. Als ihr mitgekriegt habt, dass die überwiegende Mehrheit der russischen Fans also mit dem Cover-Design vom neuen Album eine Assoziation mit, sagen wir, nicht genau angenehmen russischen Wort hat, wie war eure Reaktion drauf? Das finden wir super lustig. Also wir sind ja eine Band, die sehr selbstironisch auch ist. Das haben wir mit unserem Vorgängeralbum, das Wahnsinns fette Beute, gezeigt. Und wir fanden das super. Wir haben uns natürlich erstmal gefragt, was heißt das? Und als uns das dann jemand über... Jetzt wisst ihr es. Jetzt wissen wir es und wir finden es super. Klar. Unsere Fans verstehen Spaß, wir verstehen Spaß. Und immer weiter. Wir finden solche Sachen toll. Man kann solche Sachen mit uns machen. Also wir warten in der Zukunft noch auf viel schlimmere Sachen. Ach so. Wir haben ja heute hier auch eine Videoleinwand. Die wird man wahrscheinlich auch sehen auf dem Interview. Und wir haben kurzzeitig überlegt, ob wir das Albumcover in normal zeigen und dann in der abgeänderten Version, in der lustigen Version. Aber wir haben es dann gelassen, weil wir nicht wussten, wie das dann wirklich hier ankommt. Ja, also wir sprechen ja nun nicht wirklich Russisch, super, eigentlich gar kommt nicht. Das an. Und wir haben es dann aus Sicherheitsgründen mal lieber weggelassen dann. Naja, okay.
Dann in euren Interviews erwähnt ihr öfters, dass die slawischen Frauen und Mädchen immer sehr attraktiv und sexy sind und dass es immer ein angenehmer Bonus für ihr Kommen nach Russland ist. Und wie geht es diesmal? Also wir spielen auch gerne für die russischen Männer, so soll das nicht sein. Ich bin euch auch immer wieder erfreut, wenn ich viele russische Männer im Publikum sehe. Nicht, weil ich mich sexuell zu denen hingezogen fühle. Aber wie immer im Leben macht es einfach die bunte Mischung aus. Ja? Also dass Männer da sind, die Spaß haben, Frauen da sind, die Spaß haben. Gerne auch Transsexuelle, die auch Spaß haben. Männer und Frauen schließt das ja nicht aus, ne? Wenn ich das sage. Nein, also klar ist das schön, vor einem sehr attraktiven Publikum zu spielen. Aber letztendlich ist das Äußere ja auch nur eine Fassade. Der Mensch im Inneren ist ja das Entscheidende. Ja, und die Seele muss schön sein und nicht die Fassade. Das ist in erster Linie. Ich habe nicht gedacht, dass du die Frage so tief wahrnimmst. Das werde ich dir auch nächstes Mal sagen, wenn du wieder hinterher guckst. Ich nehme gerne die Seele das Wichtigste. Ich nehme gerne alles tief wahr, wollte ich gerade antworten. Aber, das ist auch toll. Ja, ja. Okay, wir wissen, dass ihr abgesehen von dem Konzert noch vieles für heute noch vorgeplant haben und wir möchten uns von euch allen ganz herzlich bedanken, dass sie für uns Zeit eingeplant haben. Und ganz zum Schluss, wenn es noch möglich wäre, könnte bitte jeder von euch etwas im Russischen für die russischsprachigen Fans sagen? Wenn du uns wirklich auch übersetzt, was das heißt, nicht, dass wir so Sachen sagen wie das abgeänderte Cover oder so. Wenn du meinst, weißt, was ich meine, ja. Okay. Ja, klar, wir können es probieren. Ne? Der eine ist besser darin als der andere. Die paar Sachen, die wir können, die sind ja jetzt nicht so großartig. Nein, ich glaube, sie sagt uns einen Satz vor, oder nicht? Oder ist es Bolshoi? Bolshoi. Bolshoi? Bolshoi. Bolshoi. Spasibo? Spasibo. Es geht, also es gibt mehrere Optionen. Bolshoi, spasibo, spasibo, bolshoi. Also man kann es auf mehrere Weise sagen. Okay. Du hast ausgesprochen. Ja. Also, wir sollen jetzt sagen, was wir wissen schon. Ja, im Russischen. Okay. Ach so, was wir schon kennen. Привет, Rastia! Спасибо большое. Ja. And, ganz toll. Was sagen wir denn immer noch? До свидания! Давай, работай! Das klingt wirklich toll. Kann ich auch noch. Ich habe selber ein Mikrofon, aber danke. Sastaravie. Wodka. Nicht Wodka. Nicht Alkohol. Was wir am meisten hören hier in Russland ist immer Dero, Foto. Das hören wir am meisten. Dero, Foto, please. Please war nicht Russisch. No. Nein. No, it's universal language. Das ist die universelle Sprache. Zum Glück können ja die meisten Menschen Englisch. Und deswegen kann man sich auch gut im Internet und dann auch auf der Straße unterhalten. Und das finde ich gut. Aber Deutsch wird auch immer populärer. Man sieht das ja an dir. Die Menschen können immer besser Deutsch sprechen auch. Das ist natürlich für uns auch schön. Okay, aber ich kann natürlich auch noch Galinka, ja. Sowas. Okay, danke sehr für das Interview. Es war sehr angenehm, mit euch allen zu sprechen. Dankeschön. Danke.